Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Super Mario Galaxy 2 weiter. Wuhu! Und mit unserem Lieblingsspielstand, dem Luma mit den 103 Sternen und so. Abwechslung wird auf diesem Kanal großgeschrieben. Yay, deswegen gibt's mal wieder Mario. Yay. Wir können nicht genug von diesem Klempner kriegen. Wir können nicht genug von ihm kriegen. Gut, ich hol mir jetzt erstmal mein Extra-Leben ab. Und dann muss ich mir ganz kurz mal wieder vor Augen führen, was wir jetzt eigentlich als nächstes tun müssen. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass ich Kometenmünzen sammeln muss, oder? Ich glaube, irgendwie sowas in der Art. Hier haben wir jetzt überall schon silberne Kronen. Das sieht alles cool aus. Hier haben wir auch die Kometenmünze eingesammelt. Aber hier kommt wahrscheinlich noch irgendwie ein Kometenstern oder so, weshalb hier eben noch keine Krone zu sehen ist. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier weitermachen, in Welt 5. Weil da offenkundig in einer Welt noch etwas fehlt. Ich weiß nicht mehr, welche Welt es war. War es zufälligerweise Sturzfluggalaxie? Moment, war das schon wieder... Hatte das schon wieder irgendwas mit dem ollen Tuku-Taka-Tiki-Vogel zu tun? Ich glaube, irgendwie sowas in der Art war das. Oder? Tuku-Karambolage-Gleiser. Hm. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die olle Kometenmünze war. Es ist verdammt lange her. Ich würde jetzt einfach mal darauf spekulieren, dass sie irgendwo ganz zum Schluss erschienen ist. Ist es hier wieder irgendwas mit Toren oder so, die ich durchfliegen muss vielleicht? Das war ja beim letzten Tuku-Level so. Na gut, alles spekulieren hilft nichts. Wir versuchen einfach mal unser Bestes zu geben und ja, uns erstmal ausreichend umzuschauen, um das Ganze eben hoffentlich zu einem erfolgversprechenden Ende zu führen. Es wäre zumindest ganz nett. Also, oder muss ich vielleicht die Ballons kaputt machen oder so? Bringt das überhaupt was? Ballons? Hm. Zumindest, also es wird mir jetzt nicht direkt angezeigt, dass es irgendwas bringt. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, ich kann spaßeshalber, ich bekomme zumindest Sternteile dadurch, was ja jetzt nicht so schrecklich verkehrt ist. Deswegen machen wir das einfach mal so weiter. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt darauf wetten, dass das hundertprozentig... Aha, es gibt doch Tore. Aber war das jetzt wirklich das erste Tor? Das ist ja ekelhaft. Okay, Moment. Ich weiß nicht, ob ich davor ein Tor verpasst habe. Ich bin eigentlich der Meinung, nein. Aber es kann wirklich sein, dass ich mich da massiv täusche. Da unten ist ein weiteres Tor, was nicht gar so einfach zu erreichen ist. Hier hätte ich irgendwie, hätte ich schon fertig sein müssen. Das ist jetzt doof. Egal, hab eine neue Bestzeit erreicht und ein paar Sternkristalle eingesammelt. Ist dann jetzt nicht so verkehrt. Wo sind dann die anderen Tore? Hm. Ich habe sie offen gesagt nicht gesehen. Es war ein kurzes Level. Gerade mal eine Minute. Ach Moment, guck mal einer Schau. Direkt hier am Anfang war was gewesen. Es sind wieder 5 Tore, natürlich. 5 ist immer die glorreiche Zahl, die man hier in Super Mario Galaxy 2 erreichen muss. Es sind oftmals 5 Silbersterne, es sind 5 Tore, es sind keine 5 Welten, sondern 6, aber egal. Ja, 5 ist eine sehr wichtige Zahl. Quod erat demonstrandum. Gut, so, dann versuchen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Es kann ja irgendwie überhaupt gar nicht schaden. Oh, und schau mal einer, guck. Da taucht einfach mal so ein weiterer lustiger kleiner Schabernack-Komet auf. Ich würde aber eigentlich furchtbar gerne mich nochmal an diesem Tuku-Dingens da versuchen wollen, um die Kometenmünze hoffentlich einzusacken. Sollte es mir jetzt wieder erwarten, nicht gelingen, das sofort zu schaffen, dann muss ich versuchen, mich irgendwo umzubringen, damit wir nicht immer diese ganze Startprozedur hier über uns ergehen lassen müssen. Wenn ich einfach sterbe, dann müsste es ja schneller gehen mit dem Zurücksetzen. Zumindest stelle ich mir das durchaus so vor. Gut, ja, also heute mal wieder ein bisschen Super Mario Galaxy 2. Kein NES-Spiel, wie dem einen oder anderen von euch vielleicht aufgefallen ist. Kommt dann wahrscheinlich morgen. Zumindest werde ich mich mit als, ja, also eine der ersten Sachen, die ich dann hier nach machen werde. Ich werde mich eben dran setzen, um ein NES-Spiel aufzunehmen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich? Müsste ich hier weiter nach links? Ah, ich müsste weiter nach links. Okay, ich hab's gesehen. Alles klar. Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Ist aber schon ein bisschen blöd versteckt. Das muss man ganz ehrlich mal so sagen. Aber gut. Ja, NES-Spiel. Dann ab morgen wahrscheinlich wieder 17 Uhr.
wahrscheinlich dann auch erstmal das letzte NES-Spiel für die nächste Zeit, weil ich dann doch irgendwann ganz langsam mit dem eigentlichen Mass Effect 3 Nachfolgeprojekt mal anfangen möchte. Und hoffe, dass das dann auch... Uiuiuiui! Hoppla! Na gut, war fast schön. Ich hoffe, dass es dann auch in eurem Sinne ist, wenn ich wieder etwas gänzlich anderes spiele. Generell, ich glaube, es war ganz gut, jetzt mal ein bisschen Abwechslung zu haben, so was die ganzen 8-Bit-Spiele angeht und so. Und ich habe ja auch durchaus gemerkt, dass da ein bisschen Interesse von eurer Seite aus bestand. Aber ja, so langsam aber sicher gehen mir auch offen gesagt die NES-Spiele aus, also zumindest die, die ich auch wirklich besitze. Ich könnte zwar immer auf einen Emulator ausweichen oder irgendwie sowas, aber zumindest für mein Spielempfinden ist das halt nie so ganz toll. Deswegen freut mich eigentlich immer, wenn ich irgendwelche Sachen halt original spielen kann. Und man muss ja auch einfach mal bedenken, dass ich bei den ganzen Spielen, die ich jetzt so vorgestellt habe, ja auch immer selber noch ein bisschen was einfach damit verbinde. Hat einfach was, ja, mit Nostalgiebonus zu tun und so. Also vielleicht kann man das da eben verstehen, dass ich dann solche Spiele dann vielleicht auch nochmal ein ganz klein bisschen lieber spiele, als vielleicht andere Spiele, die mir gänzlich unbekannt sind und die ich dann vielleicht auch noch ein bisschen extremer erst hineinfuchsen muss. Auch das ist jetzt nicht euer Ernst. Wow. Uhuhuhui. Okay. Zumindest haben wir jetzt gesehen, dass ich es prinzipiell schaffe, durch die 5 Tore zu kommen. Wenn jetzt die olle Kometenmünze nur nicht so verflixt klein wäre und wenn ich noch ein bisschen besser fliegen könnte, eventuell würden wir das dann auch tatsächlich schaffen, hier das einzusammeln, um dann hier weiter voranschreiten zu können. Das mit dem Extra-Leben ist natürlich sehr schön, dass man das hier immer und immer wieder serviert bekommt. Drehen, 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 drehen. Au. Da klatscht er dagegen. Wie so eine kleine dümmliche Fliege, die immer wieder gegen die Fensterscheibe buppert und nicht merkt, dass es da nicht weitergeht. Aber sie versucht es trotzdem immer weiter und immer weiter, weil sie das Konzept einer Glasscheibe einfach nicht versteht. Das ist schon ein bisschen gemein und traurig. Ich frage mich immer, was Insekten dann in dem Moment denken. Wahrscheinlich denken sie nicht so viel, weil sie zu solchen Dingen nur bedingt fähig sind. Aber ja, ich finde das trotzdem irgendwie ein bisschen gemein, wenn ich sowas immer beobachten muss. Aber okay, worüber denke ich ja wieder nach? Ich weiß es nicht. Gut, ich möchte mir jetzt ganz viel Mühe geben, damit ich diesen ollen Harakiri-Flug hinter mich bringe. Es wäre zumindest ganz nett. Wow, was für eine Geschwindigkeit ich hier so abgehe. Ein Affenzahn ist das. Mein Vogel, der ist auch gut geschmiert und gut geölt. Der geht ab wie Schmidts Katze und peilt jetzt auch wieder das letzte Tor der Glückseligkeit hier an, um dann natürlich auch die Kometenmünze mitzunehmen, die wir einfach nur haben wollten. Und es reicht sogar noch zu einer neuen Bestzeit. Unter einer Minute. Das ist absoluter neuer Galaxierekord. Das versteht sich ja von selbst. Gut. Okay. Dann können wir ja als nächstes noch uns den ollen Schabernack-Kometen angucken, oder? Bevor wir jetzt irgendwie noch eine Kometenmünze einsacken. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Hab generell vielleicht jetzt ein bisschen zu viel Zeit an dieser einen Kometenmünze verschwendet, aber mein Gott, man kann ja nicht alles haben. Ist jetzt zugegebenermaßen auch wieder ein paar Tage her, dass ich Mario Galaxy 2 gespielt habe. Soll keine Ausrede sein, aber ein bisschen hinderlich ist es dann ja doch immer, wenn man da erstmal dann wieder reinkommen muss. So, 38 Kometenmünzen, eine weitere Galaxie komplettiert und ja, dann versuchen wir im gleichen Atemzug doch einfach mal die nächste Welt zu komplettieren. Und das dürfte Welt 4 sein. Genau. So, das bedeutet, wir gehen wieder an den Strand. Fürchte ich, denke ich. Ich bin gespannt, was sie jetzt hier von mir wollen. Unser letzter Abstecher zum Strand, der war ein bisschen anstrengend, weil ich mich ein bisschen dümmlich angestellt habe. Irgendjemand hatte mir auch geschrieben, wie man von Yoshi absteigt. Ich glaube, irgendwie Z und A gedrückt halten oder irgendwie so ein Gedöns. Die lila Münzen Strandraserei. Okay. Auch wieder eine Yoshi-Aufgabe? Ja. Und lass mich raten, ich habe nicht viel Zeit oder so. Ih, das sieht ja ekelhaft aus. Weil ich muss mit Yoshi... Oh. Oh, oh. Irgendwie habe ich Angst. Oh ja, 35 Sekunden, ist klar. Sammle 100. Gut. Ja. Sammle 100. Ich bin gespannt. Oh Gott. Wie viele von den Münzen liegen hier rum? Man weiß es nicht. Es sind ein paar.
Jo. Das war der lausige Versuch, irgendwie Mario Kart Musik nachzuahmen. Oh Gott. Ja, nimm doch einfach mehr Münzen mit. Es geht um nichts anderes. Es geht nur um diese Münzen und... Nee. Scheiße. Es waren 3 Münzen, die gefehlt haben. Ich habe viele Münzen ausgelassen. Also, das ist eigentlich eine Aufgabe, die kann man mal machen. Komm, so. Also, ja, die kann man machen, wenn man... Hallo, Yoshi. So, er will ich doch gar nicht. Okay, jetzt gibt's Stoff hier. Der Timer da unten, der hört sofort auf, sobald ich die 100 habe, oder? Ich hoffe es doch sehr. Nicht, dass mir hier irgendetwas... Also, dass ich mich doch noch irgendwie beeilen muss, um den ollen Stern zum Schluss einzusammeln. Bei so 2er Münzen rein wäre es unglaublich praktisch, wenn man auch beide Münzen rein dann halt einfach mitnimmt. Aha! Viel früher als gedacht habe ich die 100 Münzen komplettiert. Der Timer hört in der Tat auf. Ich habe 120 Münzen eingesammelt. Yoshi ist total konfus und möchte den Stern einsammeln. Dankeschön. Da verliert er auch sofort seine rote Farbe und freut sich einfach darüber, dass wir mit ihm zusammen diesen Stern eingesammelt haben. Okay, schön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir nur in Anführungszeichen so wenig Zeit hier aufwenden müssen, um den ollen Stern zu bekommen. Freut mich aber. So, 104 Sterne. Das ist schön. Und eine weitere Galaxie dürfte damit vorläufig zumindest komplettiert sein. Wenn ich dann nämlich hier gucke, genau, dann hat auch Welt 4 eine silberne kleine Krone. Gut, dann können wir direkt hier in Welt 5 weitermachen. Das sieht zumindest so aus, als ob jetzt wieder... Ja, Bowser Juniors Böllerbunker. Ach so, ja, ich erinnere mich. Ich weiß, wo wir die Kometenmünze hier... Das war so ein dummer Fehler, dass ich die Kometenmünze hier hab liegen lassen. Aber egal. Hier kommt dann natürlich sicherlich auch noch ein Kometensternchen irgendwie dazu, der dann bei Zeiten mal sich die Ehre gibt. Und das könnte dann unter Umständen vielleicht auch ein ganz klein bisschen anstrengend werden. Das Ganze dann vielleicht hier auf Zeit oder so, man weiß es nicht. Egal. So. Versuchen wir unser Glück, aber das Ganze geht ja gar nicht so flott, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war doch irgendwie so, hier kam doch irgendwo Kugelwillis raus, oder? War das nicht so? Ja, genau, so ist in der Art. Ja, genau. So, du kommst mir hinterher. Du bist ein süßer kleiner Kugelschnugelwilli und du machst mir das Ding hier auf. Das ging, glaube ich, um einiges flotter als damals, wo wir das allererste Mal gemacht haben. So, oh, ich habe gerade was Lustiges erspäht. Wenn man den einen Fadenmast da oben links empor klettern würde, dann würde man wohl ein Maxi-Munterpilz irgendwie bekommen. Also ihr wisst schon, verlängerte Lebensenergieleiste. Aber na gut, brauche ich gar nicht. Ich komme mit meiner jetzigen Energieleiste auch wunderbar zurecht. Auch wenn mir der Endkampf gegen Bowser Jr. vielleicht ein ganz klein bisschen Sorgen bereiten könnte. Aber naja, okay, da muss ich durch. War das der einzige Checkpoint hier in dem... In diesem Gebiet, ich glaube ja irgendwie schon. Ist ja im Endeffekt auch ganz einfach. Wir haben die Kometenmünze jetzt eigentlich schon erhaschen können. Wow, extra Leben. So, Kometenmünze erhaschen können. Aber zwangsläufig muss ich trotzdem erstmal irgendwie dorthin kommen. Okay. Ich habe sie schon angesiedelt. Jetzt muss ich nur noch die richtige blaue Plattform erwischen, auf der ich mich niederlassen kann. Ups. Wow. Dass ich jetzt nicht gestorben bin, es grenzt an ein Wunder. Okay. Bis hierhin läuft es planmäßig echt gut. Was mich freut. So. Mehr Wolken. Mehr Spaß haben. Mehr Sternpower. Und mehr Bowser Junior, oder? Ich glaube, wir sind jetzt schon direkt da. Okay. Wie gesagt, der Endkampf macht mir jetzt ein ganz klein bisschen Sorgen. Weil ich beim allerersten Mal mich ein ganz klein bisschen dämlich angestellt habe. Aber ich weiß ja jetzt prinzipiell, wie es geht. Glaube ich. Hui! Aha. Und bam!
so long, Bowser Junior. Ist hier schon mal alles super? Wie war das hier? Was macht ihr da gerade? Da versucht mich einzusaugen? Nee, nicht wirklich, oder? Ich glaube ja irgendwie nicht. Ich bin gerade irritiert. Sollte er nicht schon in... Achso, er saugt die Wolken an. Ja, er saugt die Wolken an. Ich war so irritiert, weil ich dachte, ja genau. Das kommt jetzt erst. Sein olles kettenmobiles, kettengetriebenes Gerät, das sich jetzt ein bisschen in Bewegung setzt, um mir das Leben schwer zu machen. Vielleicht machen es jetzt einfach mal, genau. Man muss hier nicht immer die erstbeste Luftsäule zu Hilfe nehmen, sondern man kann sich ja vielleicht auch einfach mal ein bisschen Zeit lassen. Hilfe? Hilfe? Hilfe! Oh Gott, ja, man kann sich auch einfach mal ein bisschen Zeit lassen. Muss ich mal ein bisschen umgucken. Scheiße. Oh. Oh, nee. Alles gut. Alles super. So. Problem ist, dass ich gerade ein bisschen sehr weit von mir entfernt und ich... Wow. Ich wollte eigentlich... Au. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, ich möchte auch nicht platt gefahren werden. Das wäre furchtbar nett. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mit einem gekonnten Weitsprung das schon irgendwie schaffen würde und da auch schon zu ihm hinkommen würde. Aber da hat das Spiel leider nicht so reagiert, wie ich es mir gewünscht hätte. Oh Gott, versuchen. Und oh Gott, versuchen. Und oh Gott. Ja. Ja. Ja, ja. Okay. Ja, nein, ja. Na komm. Los. Was war jetzt das Problem? Jetzt mal ganz ernsthaft. Was war jetzt das Problem? Okay. Der Elektroschock hätte doch echt nicht sein müssen. Nicht gerade, wo ich es doch auf ihn drauf geschafft habe. So, okay. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Wir kennen den Endkampf. Deswegen ist es eigentlich umso peinlicher, dass du uns das Ganze jetzt nochmal zeigst. Cool. Das passt momentan überhaupt gar nicht für Timing. Hilfe! Ich brauche Wolken. Ich brauche mehr Wolken. Ich brauche alle Wolken dieser Welt. Cool. Alle Wolken dieser Welt. Was macht denn da eigentlich mit seinem... Ich finde, er schießt viel besser als beim letzten Mal. Entweder das oder irgendwo anders ist der Fehler. Naja, der Fehler sitzt gerade hier und hat den Controller in der Hand. Das ist doch das Hauptproblem. Wow. Gut. Und tschüss, Bowser Junior. War nett mit dir, dass du uns hier ein ganz klein wenig aufgehalten hast und willkommen geheißen hast. Naja, war trotzdem ein nettes kleines Duell. Schade, dass man im weiteren Verlauf des Spiels so erstaunlich wenig Neues von dir gehört hat, denn die nächste Welt gehörte ja schon deinem Papi und dann war das Spiel irgendwie vorbei. Ich bin gespannt, ob dann in der Spezialwelt noch ein bisschen was diesbezüglich kommt. Andererseits, mir wurde auch gesagt, dass ich den eigentlichen Bowser-Endkampf noch ein paar Mal machen muss, wegen halt Sachen sammeln und so. Aber wir werden also noch eine Weile mit dem Bowser-Clan, ja, wir werden noch ein bisschen was mit dem Bowser-Clan zu tun haben. Ist ja aber, glaube ich, auch irgendwie in Ordnung. Gut, Kometenmünze erhalten. Jetzt haben wir 39 von 40? Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwie so um den Dreh. Okay. Für den Moment war das, glaube ich, aber ein halbwegs erfolgreicher Part. Wir haben 2 Kometenmünzen eingesammelt und 1 Stern. Ich glaube, das ist ganz okay. Und dementsprechend freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn wir weitermachen mit Super Mario Galaxy 2. Ich sag dann aber für den Moment erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.